Zur Version 30 haben wir unsere Texturdatenbank etwas aufgefrischt und die Schichttexturen mit einem speziellen Verhalten ausgestattet. Die Texturen finde ich zum Beispiel unter Modifizieren, Textur, Textur ändern. Hier haben wir im Bereich der Catwalk-Texturen die Struktur links etwas verfeinert und verbessert. Wir haben einige veraltete Texturen entfernt und im Gegenzug neue Texturen hinzugefügt, wie zum Beispiel die Schichttexturen. Hier zeigen wir neu auch schon an, dass drei Texturen vorhanden sind, eine für die Ansichtsfläche und dann jeweils zwei unterschiedliche für die Schmalseite und die Stirnseite. Diese Texturen wurden uns dankenswerterweise vom M-Textur zur Verfügung gestellt. Wenn ich in der Catwalk-Texturdatenbank keine passende Textur finde, kann ich wie bisher schon unten auf M-Textur Download klicken und gelange dann direkt auf die Oberfläche von M-Textur und kann hier aus einer Vielzahl von sehr gut aufbereiteten Texturen zugreifen. Hier werden laufend neue Texturen hinzugefügt, so wächst die Liste der Hersteller ständig weiter, welche Texturen zu verschiedensten Materialien zur Verfügung stellen. Die Texturen für diese Schichtplatten, wie hier zum Beispiel die 3-Schicht, die 5, die 7 oder auch die 9-Schichtplatte, haben wir in der Version 30 mit einem speziellen Verhalten ausgestattet. Wir schauen uns das anhand dieser 5-Schichtplatte an. Wenn ich nun diese 100 mm 5-Schichtplatte oben aktiviere mit 7a, die Facettenstrecke um 60 mm, dann streckt sich hier die Textur mit. Das heißt, die Stirn- und Schmalseite weisen immer noch diese 5 Schichten auf und ich muss somit nicht mehr mit den Prozentwerten arbeiten. Standardmäßig werden die Texturen gekachelt, im Gegensatz zu diesen neuen Schichttexturen, welche sich an der Dicke anpassen und somit die richtige Schichtigkeit behalten.